Freiberg oder darf ich Freibier sagen? Freibier, ich bin die Echse, viele kennen mich. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein. Also ich freue mich, dass ich es gefunden habe, sagen wir mal so. Na, das, ja. Und da haben wir einige interessante Forschungsprojekte, viele interessante Forschungsprojekte heute Abend hier in der TUBAF. Sebastian Gemko, komm noch mal zu uns nach vorne auf die Bühne. Sachsen hat eine unheimlich reiche Wissenschaftslandschaft. Und die Dichte an diesen exzellenten Einrichtungen in Sachsen, die ist tatsächlich im Vergleich zu anderen Bundesländern extrem hoch. Professor Dr. Tobias Fieber. Ich habe Rektor versehentlich gesagt. Prorektor bist du, ne? Prorektor. Das stimmt. Das heißt, du bist der professionellere Rektor, oder was heißt was? Und sag mal hier, Spin 2030. Spinnen, also 2030 Spinnen, das habe ich, wenn ich in den Keller gehe, sehe ich die bei mir da rumhängen. 2030 Spinnen, aber das ist ja was anderes gemeint. Was ist das Projekt Spin 2030 und was bringt dir das jetzt hier als Prorektor? Naja, Spin 2030 ist ja ein Projekt vom Ministerium, das die aufgesetzt haben, um das Wissenschaftsland Sachsen einfach stärker zu promoten. Und uns als TU Berger Chemie Freiberg bringt das natürlich nochmal Aufmerksamkeit auf die tollen Themen, die wir machen. Es klingt schon ganz, geht schon ganz geheimnisvoll los mit einem Begriff: Grubengeothermie. Auch von mir aus nochmal ein herzliches Glück auf hier in die Runde, ins Auditorium. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute kurz was zum Thema Grubenwasser als regenerative Wärmequelle zum Heizen und Kühlen sagen kann. Was kann denn dein defekter Kopierer da? Naja, Bergwerke sind komplexe und gefährliche Umgebungen und Roboter wie Julius können eben dabei unterstützen, indem sie zum Beispiel Proben nehmen oder Inspektionen durchführen oder sich eben an gefährliche Orte begeben, um sozusagen die Menschen davor zu bewahren vor diesen Risiken. Ich habe deine Ausführungen, es war sehr schön, es war flüssig gesprochen, es hatte bunte Bilder. Ich komme jetzt zur Kreislaufwirtschaft. Sagt Ihnen vielleicht auch was? Das bedeutet eigentlich nur, dass ich einen Stoff oder eine Komponente nicht einfach wegschmeiße, sondern wiederverwerte. Und das, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist, wie ich eigentlich von unserem Teebeutel, ziemlich unspektakulär, zu der Wundauflage komme. Ja, das ist wirklich sehr hübsch. Ja, ja, ne? Ist doch leichter als ein Taschentuch. Ich sag ja, super schöner, leicht. Viel schöner. Es geht jetzt um grünes Benzin. Antonia Helf, komm herbei, wo bist du? E-Fuels sind flüssige Kraftstoffe, die ein bisschen wie Benzin und Diesel, die wir auf Basis von Strom chemisch herstellen, anstatt sie aus Erdöl zu gewinnen. Und wir erreichen mit diesen E-Fuels eine CO2-Reduktion von 86-93%. Also ich musste heute Abend lange warten, aber jetzt doch noch was nützt. Wunderbar. Es ist richtig gut, oder? Ja. Mal wieder ein ganz anderes Thema, nicht jetzt nur auf der Erde, sondern im Weltall. Also wir nehmen sozusagen den Mondstaub oder den Regolith, packen ihn in unsere Elektrolysezelle und gewinnen durch Anwendung von Solarstrom sozusagen, können wir die Elektrolyse starten und gewinnen dadurch Sauerstoff, der zum Leben auf dem Mond zum Beispiel verwendet werden kann. Okay, ich verstehe. Also du machst sozusagen, du willst den Mond besiedeln, dann machen wir uns nicht vor. Woher kommt der Strom? Der Strom wird aus Solarkraft gewonnen. Ja, natürlich blöd, weil immer, also ich kenne das so immer, wenn der Mond draußen ist, ist die Sonne weg. Ne, das ja. Ist ja, also ja. Das ist jetzt meine Erfahrung. So, ne? Das ist natürlich blöd, wenn du da versuchst, solarmäßig, bist du immer genau 12 Stunden zu spät irgendwie. Ne? Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr uns das hier vorgestellt habt. Vielen Dank und alles Gute. Tschüss.